So. Gucken wir mal, Händler. Jetzt müssen wir einfach die folgen, die wissen bestimmt, wo es lang geht. Schlachtfeld betreten. Boah, das sieht aber wieder cool aus hier. Ah. Jetzt müssen wir. Erste Welle besiegen. So, wir müssen quasi jetzt die Invasion der Orks. Genau. Invasion der Orks zurückschlagen. Müssen wir aufhalten, genau. So. Schau mal, die NPCs kämpfen ja auch mit. Auge des Crunch, guck mal. Kennen wir doch. Auge? Auge? Auge des Crunch, haben wir doch vorhin 5 Stück kloppen müssen. Ach so, ja, genau, die. Zack. Und zack. So. Geld gibt's wieder gar keins. Ey, weißt du, wer bis jetzt die längsten Instanzen hat in einem Spiel? Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Sun Online hieß das oder heißt es immer noch? Ja, ich kenne das Spiel. Hast du schon mal gezockt? Ja, mal kurz angezockt, ja. Also, es war... Aber nie so richtig gespielt. Hat dir das nicht gefallen? Nicht so wirklich, weil ich früher noch ziemlich stark auf Grafik und so Sachen ausgelegt war. Mir hat die Grafik und alles gefallen müssen. Aber ich bin ja mittlerweile etwas leichter eingestellt. Achso, okay. Moment mal, ich gehe die ganze Zeit auf der vorderste Front und die kloppen mich. Ja, ich auch. Ich stehe hier mittendrin statt nur dabei. Und BAMS! Ich feiere diesen Skill so. Ja, ja, auf jeden Fall. So, wir haben immer noch die erste Welle übrigens. Immer noch die erste Welle zurückschlagen. Ja, packen wir schon. Und du solltest mal aufpassen. Du kriegst nämlich ein bisschen Fett auf die Schnauze hier. Ja, sehe ich, aber im Moment tust mir nichts aus. Es ist ja die Lupus da. Ja, ja, die macht das schon. Da ist eine seltsame Truhe. Warte mal, die nehme ich mir mal direkt. Sollen die anderen alle durchkloppen? So China-Schlampe hier. Sollen alle verrecken. Hauptsache, er hat seine Truhen hier. Ich mach mal die Daily. So. Daily? Also die Daily-Skills. Achso. Ja, ich hab meinen ja schon rausgefeuert, ist aber auch schon wieder zur Hälfte voll. Oh, oh, oh. Wo bist du, Lupus? Wo sind denn die anderen? Einer ist abgekackt, merke ich gerade. Oh. Der Mokra oder so. Mokra, ja, der hat das niedrigste Level. Genau. Er hat's nicht überlebt. Rest. Nein, hat er nicht wirklich. Rest in peace, mein Freund. Rest in peace, bitch. Was? Später guckt er noch das Gameplay-Video hier an. Und Ulti! Nein, verdammt. Fail? Ist doch noch nicht voll. Jetzt. Ah, okay. Und Bams! Ja. Ach, da geht's so richtig zur Sache hier. Da. Ordentlich so, aufs Maul. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die dicken Brocken hier, bevor die nämlich unseren Heiler hier komplett auseinandernehmen. So, der erste ist down. Ja. Wer ist denn eigentlich hier der Heiler? Der Mokra ist das, glaube ich. Ach so, der ja gestorben ist. Oder hat er Tank? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Erste Welle abgeschlossen. Okay. Jetzt liegt die zweite Welle. Wir haben noch nicht mal die erste fertig. Er ist ja nur noch hier dieser Wilder. Die kümmern sich schon um die zweite Welle, das ist gut. Dann können wir den mal noch ein bisschen aus dem Weg räumen. Genau, ja, genau. So. So, zack. Und zack. Und zack. Tanz für uns. Shake that ass, bitch. Yeah. So. So. Gleich ist er down. Oh, Ulti. Der hält aber jede Menge aus, merke ich. Ja, ja. Ja gut, ist ja auch eine Elite. Ja, stimmt. So, 10 Ogre töten. Wunderbar. So. So. Zweite Welle müssen wir platt machen. Ja. Wo ist Eier da? Ah, da sind die ja schon. Ja, ja. Alle mittendrin. Ich hab noch die Ogre beseitigt hier. Oh, guck mal, wir haben noch einen Mage dabei. Wer ist denn das jetzt? Der, Dragric, glaub ich. Der Adrian Dark. Ja.
Ach so, okay. Der Gruppenleader. Der Darkspace. Der Gruppenleader. Genau. Der ist das. So, Nomocry ist der Kleriker hier, ne? Der Heiler. Ja, stimmt. Nee, Kämpfer. Ach nee, der Dragaric ist das. Ja, und der Mordrug ist, glaube ich, so ein Beschützer, so mit Schild. Ist eigentlich ein Tank. Ja. Hat man ja gesehen, wie gut der das kann, ne? Und zack. Drittes Mal Ulti. Ist ja mal richtig geil. Ja. Das ist cool, dass sie sich gut schnell aufladen. Ja gut, ich habe auch die Talentpunkte ein bisschen darauf verteilt, dass die stärker Aktionspunkte sich schneller regenerieren dadurch dann. Dass ich nicht so viel Damage machen muss, bis sie wieder voll sind. So. Der hält, Alter, hält der was aus, ey. Der hält ordentlich aus. So. Aber zu zweit haben wir das auch gerade gut geschafft. Die Ogre, ja, ja. Ja gut, du musst ja rechnen. Je mehr Leute wir sind, desto stärker werden ja die Gegner. Ah, die passen. Würdest du dir ratzifatzi wegputzen. Die passen sich unseren Level an. Die passen sich an, genau. Das habe ich zum Beispiel bei Skyrim nie gemocht, ehrlich gesagt. Hast du schon mal gespielt? Nee, habe ich nie gespielt. Bei Skyrim ist das ja so, wenn du in den Dungeon reingegangen bist, ja, da haben sich die Gegner immer an dein Level angepasst. Ja, also hat meiner Meinung nach so Pro und Contra im Endeffekt. Ja gut, das hast du immer. Ja. Letzte Welle schon. Das ging ja ratzifatzi hier. Ja. Letzte Welle haben wir schon. Cool. Okay, so, jetzt will ich gerade mal kurz gucken hier. So. So, und auf die letzte Welle. Auf die letzte Welle. Weil ich sag das aus dem Grund, weil zum Beispiel bei Gothic war das ja so, wenn du gegen einen Gegner nicht, wenn du das nicht geschafft hast, dann wusstest du Bescheid, okay, ich muss jetzt hier trainieren, damit ich später den vielleicht aufs Maul hauen kann. Genau, ja. So, und da kannst du das ja nicht machen, weil die passen sich ja immer dein Level an, so. Richtig, ja. Deswegen fand ich das ein bisschen blöd. Naja, gut. Aber je nachdem, wie man das sehen möchte, ne? Ja. Ja, aber Gothic zum Beispiel habe ich auch gespielt. Wow. Da habe ich alle Teile durchgezockt und Risen habe ich mal angezockt. Also der inoffizielle vierte Teil davon. Der inoffizielle, ja. Und bam. Ja, aber nee, weil der offizielle vierte Teil war ja ein richtiger Flop. Ja, deswegen haben sie ja Risen zu dem inoffiziellen vierten Teil gemacht. Weil das wesentlich besser angekommen ist. Also ich habe den vierten damals probiert, den offiziellen quasi, diese Ancaria oder Arcania, wie das immer hieß. Ja. Aber ich habe da nur ganz wenig da reingeschaut, sobald ich gesehen habe, was die da alles verändert haben und so. Mock der Zertrümmerer. Ja, oh. Oh, da hat aber ein paar Leute jetzt dabei. Der hat einiges dabei. Ich glaube, da gehe ich mal wieder auf meine... Da gehe ich mal auf eine andere Ulti. Boah. Warte mal. Das nenne ich meinen Boss jetzt. Das ist ein Bossgegner jetzt, ne? Alter Schwede. So. Den kannst du, glaube ich, nicht einfrieren. Oh, den kann ich nicht einfrieren, der ist immun. Er ist immun, ja. Aber trotzdem, Damage kann ich ihm dadurch zufügen. Das geht. Ja. Also kann so halt Stun und so geht gar nicht bei dem. Nee. Der ist da komplett resistent dagegen. Ja. Aber trotzdem, dick auf die Schnauze können wir ihm hauen. Jo. So. Das war's ich schon. Und weg ist er. Das war's ich schon. So. Den lassen wir mal kurz hier abchillen. Alles auf. So, Alter, ich habe jetzt fünfmal meine Ulti voll gemacht. Innerhalb von gerade meiner Viertelstunde. Ja, das ist echt erstaunlich. Das ist Wahnsinn hier. Den meisten Schaden ausgeteilt. So, werden den meisten Schaden ausgeteilt. Oh, ich bin auf Platz 2 immerhin. Und ich bin auf Platz 3. Das unbewegliche Objekt, den meisten Schaden erlitten, bin ich auf letzten Platz. Der lebende Tote. Also wir sind nie... nur der Dings, der Mogrik ist gestorben. Der Sanitäter. Oh, ich bin auf Platz 2. Ich habe 19.000 Damage geheilt. Ja, das auch bestimmt, weil du diese Loop... Der Henker, hast. Tötungen 45. Ich habe die meisten. Du hast die wenigsten. Den meisten Schaden ausgeteilt bin ich auf Platz 2. Okay. Ja gut, da kommt jetzt immer dasselbe. Ja. So,
Gibt's da noch irgendwie eine Belohnungskiste? Ja, siehst du. In der Mitte, ja. Und dann können wir, glaube ich, auch weg, weil es nichts mehr. So. Bunten, schwächere Schriftrolle, 5 Silber. Norder. Super. Okay. Dann hätten wir unsere erste Inni schon mal gemeinsam gemacht. Ja. War ganz schön, ganz nett. So, zum Ork-Überfall verlassen. Unsere Feinde sollen den göttlichen Zorn zu spüren bekommen. So. Jetzt haben wir die Quest auch erledigt. Direkt von dem Gegner gespawnt hier, wie sich das gehört. Kartok Paingiver ist einer der Haupt. So, Quest angenommen. Was für eine Quest habe ich gerade angenommen? Nee, ich weiß auch nicht wieso. Ich habe die jetzt erstmal abgelehnt. Moment mal, du bist jetzt wieder Tower District 12, sehe ich gerade. Okay. Komischerweise. Du bist wieder eins? Ich gehe mal davon aus. Okay. Ach, der liebe Zeit. Wo bist du denn gerade? Also, bist du schon jetzt aus der Instanz? Viel Pfeillager. Ich bin aus der Instanz raus und habe mich direkt mal hier auf die Schnauze gekriegt. Ja, ich so gut wie auch. Ja, warte mal, ich wechsle gleich wieder den Channel, dass wir im selben sind. Ja. So, zack, und weg ist er. So. Muss mal alles looten hier. Mhm. Dass ja nichts verloren geht. Ich weiß nämlich nicht, ob sich das verliert, wenn man hier den Channel wechselt. Ja, das geht bestimmt am verloren, ja. So. Okay, so. Halt hier. Kann ich gar nicht. Was kannst du nicht? Wir können die Instanz der Karte in 35 Sekunden ändern. Ah, okay. Okay. Ich bin ja noch gerade in der Gruppe mit diesem Mage da. Ja. Diesen Mokra. Ach, ich habe gar keinen Gruppenleader, den kann ich gar nicht rausschmeißen. Ja, aber du kannst dich selber verlassen, glaube ich. Ja. Machen wir auch gleich. So, dass wir beide eine Gruppe haben dann. So, warte mal, gehen wir mal aus der Gruppe raus. So. Ja, müsste ich mal auch machen, ne? Na, 5 Sekunden noch, dann kann ich wechseln. Gruppe verlassen, okay. So, Instanz 1, Wechsel. Was macht die denn? Okay, so. Ach, jetzt bin ich wieder am Eingang. Eingang, Wettkampf hat begonnen. Search for Relics. Ah, die Relikte hat gerade begonnen. Ist das ein Event? Ja, das brauchen wir doch für die eine Quest hier. Nimm ich meine Gruppe an, falls du da bist. Was mach? Ja, ich bin hier. Hier. Warte mal, ich hab gerade wieder zwei Idioten am Arsch, aber die sind gleich weg. So. Okay. Okay, zack. Und einladen, so. Ja, annehmen. Okay. So, wo bist du denn? Am Kloppen, mit Idana. Ach, da oben. Seh dich gerade. Ich seh dich auch. Du bist genau hinter der Mauer. Oh, ich hab Besuch. Und ich hab ein verlorenes Relikt eingejagt, aufgesammelt, und Mensch. Und... Du bist komplett auf der anderen Seite, sehe ich. Bam. Da bist du ja, oder? Ja, genau. Also die Arcane Singularität haut auch ziemlich fett rein hier. Skill? Diese schwarze Kugel. Oh ja. Die sich aufbaut. Mhm. Zumal ich sie jetzt noch auf Level 2 ziehen kann. Die ist auf jeden Fall. Dann ist er nochmal stärker. 10% stärker nochmal. Nehme ich. So, Talente. Wo konnte ich das nochmal verstärken hier? Wo war das nochmal? Gehst du gerade auf den Charakterbogen, also auf C. Ah, okay. Und da hast du dann Talente, Kräfte und so weiter. Da kannst du dann das alles einstellen. So, Talente, okay. So. Schüler. Huch. Zu Elgar dem Schrecklichen zurückkehren. Okay, und wo ist der? Gehen Sie zu den Ork Barracks. Hä? Hatten wir doch. Warte mal. Kartok Paingiver. Den haben wir doch besiegt. Ja, den haben wir auch Warum besiegt. Das nicht? Warum klicke ich immer die Quest? Ach, abgeschlossen eben. Da oben steht's. Okay.
Tägliches Gewölbe habe ich auch abgeschlossen. Fehlpfeileführung ausschalten. Was müssen wir noch machen? In der Ork-Baracke waren wir ja eben. Da haben wir ja diesen Chef gekloppt. So. Okay, so, ich habe jetzt eine neue Daily. Mal schauen, wie die ist. Mhm. Oh, da waren wir auf dem Boden. Alle drei. Ja. Los auf den Dreier. Kleine Gruppenspielchen hier. So, mal schauen, was der jetzt macht. Was war denn das? Hast du das gesehen? Ja, aber so viel Damage macht ja auch nicht. Naja, nicht wirklich. Da springt er dann bloß Kilometer weit hoch und fällt wieder runter. Also da hat mir die vorher fester gefallen, wo du dich drehst wie ein Karussell. War schöner. Aber die macht mehr Damage, habe ich jetzt gerade. Sollte es. Die macht mehr Damage? Ja, also stand da. Ah, okay. Deswegen habe ich die jetzt auch ausgewählt. Ja. Aber ich teste ja, ich kann ja noch mehrere auswählen, muss ich dann mal gucken. Man kann ja immer nur eine Daily auswählen, oder? Auswählen. Genau. Später kannst du zwei machen, dann. Ich weiß aber nicht, ab wann das geht. Und boom. Und deine Daily ist die mit dem Eisbrocken oder das mit der Kugel da? Ja, immer die mit den Eisbrocken, dann die Singularität mit der schwarzen Kugel und dann habe ich noch eine. Ah, du machst immer abwechseln, oder? Ja, ich wechsle da immer durch. Ah, okay. Welche lohnt sich bis jetzt am meisten? Puh, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, ne? Ja, gut. Kann man jetzt nicht genau einschätzen, irgendwie. Das. Wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Ja, warte mal, Sekunde. Ich muss den Wegmarker erstmal wieder finden. Ja. Bams! Ach. Hast du schon mal gesehen, wenn ein Gegner in der Luft hängt und zurückgestoßen wird? Ich glaube schon, habe ich schon mal gesehen, ja. Kann nicht alles machen. Ja, du bist ja, so, bist ja, bist ja Multitask. Ja. Jetzt müssen wir wieder in die Ork-Baracke. Fehlpfeileführung ausschalten. Ja. Okay. Na, dann machen wir das mal. Und zack. Ja. Wieder weit. Einfach mal einen halben Kilometer weggeschaut. Aber Minimum. Und warum das? Weil wir es können. So. So, haben wir hier jetzt. Geldbluten hier, so. Okay, wir müssen jetzt nochmal in die Ork-Baracke gehen. Ja, hier rein. Und da die Vielpfeil-Insignia ausschalten. Okay. Was auch immer das ist. Pfeile? Insignien? Die Vielpfeilführung. Ja, sehen wir mal jetzt. Müssen wir ausschalten. Sehen wir gleich. Kurz Rast und weiter geht's. So, was habe ich denn noch hier? Achso, ja. So. So. Nein, nicht drängeln hier. Hier wird jeder bedient. Oh, da kann ich sogar mehrere mit zurückstoßen. Siehst du mal? Ja, habe ich gesehen. Wie weit? So, das erledigt sich gleich von alleine. Und? Naja, fast. Genau. Aber in der Zeit, wo die mal gefangen sind in der Singularität, kann ich schon mal die anderen wegräumen hier. Ja. So. Erstmal wieder alles looten hier. Nicht da drauf. Damn it, genau. So, mal schauen jetzt hier. Dodged. Hehe. So. Aber da war so eine Tür, Moment mal. Ein großer Raum, nichts zu looten. Achso, hier. Dann ist auch noch eine Tür. Hier braucht man einen Barackenschlüssel, sehe ich gerade. Barackenschlüssel suchen. Ja. Warte mal, ich habe doch einen bekommen vorhin. Da hat's schon wieder. Ja, genau. Ich glaube, der ist hier benutzt. Irgendwo. Benutzt. Huch. Bloodspear. Ah, den hatten wir vorhin nicht, siehst du? Ja, bestimmt gibt uns der den. So, ich warte auf dich. Okay, ja, bin auf dem Weg. Oh mein Gott. So. Guck mal, das ist zum Beispiel auch ein Boss und den kannst du aber stunnen, so gesehen.
Ja, das ist aber kein richtiger Boss hier. Keine Elite. So, erstmal wieder in seinen Raum zurückgekloppt, wo er hingehört. Ja. Also das ist jetzt nur ein Elite-Gegner. Das, was wir vorhin hatten, war ein richtiger Boss-Gegner. Elite-Boss wahrscheinlich oder so. Ja, so irgendwie. So die höchste Form von denen, die es gibt dann. Ja. So. Oh, erstmal die Hände aufwärmen, mir ist kalt. Oh, hier oben ist was. So, was haben wir hier? Gewölbepaket. Und ich habe keine Pakete mehr. Na, super. Ich aber. Okay, so. Machen wir. Oh, meine Mushikus hatte Level Up. Was ist die denn für... Oh, die hatte schon ein paar Level Up. Was hat sie denn für Level? Rang des Gefährten 5. Ausbildungsdauer 10 Minuten. Ja, dann machen wir das mal.